Willkommen. In diesem Video lernen Sie, wie Kerstin Reich die Rolle des Lehrenden beschreibt. Im Zentrum seiner Konzeption steht eine Emphase der kommunikativen Seite des Unterrichts, die zu einer Veränderung des Lehrerinnen- und Lehrerbildes führt. Aus Sicht der konstruktivistischen Erkenntnistheorie scheint für Reich das Bild des Lehrenden, der eine vermeintlich sichere Wahrheit vermittelt, überholt. Lehrerinnen und Lehrer sehen daher die Allmacht und Legitimation ihrer eigenen Rolle gefährdet und müssten ein neues Verständnis ihrer Professionalität entwickeln. Das klassische Bild von Lehrerinnen und Lehrer sei das Bild eines Besserwissers, welcher für alle inhaltlichen Fragen und Beziehungsbelange seiner Schülerinnen und Schüler die richtige Lösung parat habe. Dies begründet die Machtposition der Lehrerinnen und Lehrer gegenüber ihrer Klasse. Die Grundlage für ein solches Verständnis der eigenen Rolle sieht Reich in seiner Ignoranz der Beziehungsebene, die seitens der Pädagogik lange vorgeherrscht habe. Die bestenfalls implizite Berücksichtigung der Beziehungsebene in den bekannten Didaktiken und ihre fehlende systematische Ausarbeitung hätten zu einer Vorrangigkeit des Inhaltlichen geführt. Das lasse sich unter anderem daran erkennen, dass die Pädagogik während des Lehramtsstudiums gegenüber den fachlichen Anteilen zurücktreten müsse. Reichs Gegenentwurf besteht darin, Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr als Besserwisser zu sehen, sondern sie als Mehrwisser zu konzipieren. Dieser Mehrwisser wisse wegen seiner Ausbildung zwar mehr als seine Schülerinnen und Schüler, lerne aber selbst immer noch dazu. Deshalb leite er daraus auch keine Autorität auf der Beziehungsebene ab und reflektiere Kommunikation als elementaren Bestandteil des Lehrens. Weiterhin stelle er sein Mehrwissen immer in den Dienst der Gruppe. Die Begründung für diese neue Rolle findet Reich in der Kommunikationstheorie. In einer historischen Betrachtung kommt er zu dem Schluss, dass die Unterscheidung zwischen Beziehungs- und Inhaltsebene eine Konstruktion sei. Diese sei lange Zeit implizit gewesen und erst von Gregory Bateson expliziert worden. Die Gegenüberstellung von Inhalt und Beziehung sei somit eine Erfindung der Postmoderne. Dabei sei die Art und Weise, wie Menschen miteinander lebten, schon immer mit Sinn und Symbolik angefüllt gewesen. Wer das Wie des Miteinanderlebens beobachtete, der sah zugleich auch immer ein Was, einen Inhalt, einen Sinn. Da aus einer konstruktivistischen Perspektive Sinn immer an einen Beobachter gebunden sei, könne dieser nicht losgelöst von der Beziehungsebene betrachtet werden. Die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer wandle sich somit zu der eines Moderators, der den Lernprozess seiner Schülerinnen und Schüler begleite und ihnen eine möglichst vielfältige Sinnkonstruktion ermögliche. Dies könnten Lehrende erreichen, wenn sie die folgenden Forderungen erfüllten. Erstens sei auf eine möglichst hohe Selbstbestimmung in Bezug auf die Inhalte und Beziehungen zu achten. Eine Partizipation der Schülerinnen und Schüler sei daher explizit gewünscht. Dies gelinge aber nur, wenn zweitens eine Entfremdung von den Bedürfnissen, praktischen Erfahrungen und Erlebenswelten von Teilnehmern vermieden würde. Deshalb sei drittens das Prinzip der Wühltischdidaktiken und das Ziel, Welt abbilden zu wollen, aufzugeben, was viertens eine Reform der Lehrerausbildung verlange. Hierfür schlägt Reich vor, sich zum Beispiel an Ansätzen der systemischen Therapie zu orientieren, um angehenden Lehrerinnen und Lehrern die Erfahrung von pädagogischer Tätigkeit zu ermöglichen. Für die schulpraktische Arbeit sieht er ebenfalls Möglichkeiten, eine Reflexion der Beziehungsebene zu stärken und schlägt zum Beispiel Reflecting Teams, Biografiearbeit, Supervision und ähnliche Konzepte vor. Kerstin Reich konzipiert Lehrerinnen und Lehrer als Mehrwisser, die die Aufgabe haben, den Lernprozess der Lernenden zu moderieren und ihnen möglichst vielfältige Wahrheitskonstruktionen zu ermöglichen. Dies kann nach Reich nur dann erreicht werden, wenn vier Maximen beachtet werden.
Erstens, es müsse das Ziel sein, Schülerinnen und Schülern eine möglichst hohe Selbstbestimmung und Partizipation zu ermöglichen. Zweitens, eine Entfremdung von den lebensweltlichen Erfahrungen der Lernenden müsse vermieden werden. Drittens, das Prinzip, Welt abbilden zu wollen, sei ebenso aufzugeben wie die aus ihm resultierenden Wühltischdidaktiken. Viertens, eine Reform der Lehrerbildung sei nötig. Dafür schlägt er eine Orientierung an Ansätzen der systemischen Therapie und Methoden der sozialen Arbeit vor. Kersten Reich versteht Lehrerinnen und Lehrer als Moderatorinnen und Moderatoren der Lernprozesse von Lernenden. Deshalb hat für Reich der Beziehungsaspekt pädagogischer Tätigkeit eine höhere Relevanz als fachliche Kompetenz. Die Vorschläge, die er zur Form der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung macht, stellen daher Methoden in den Mittelpunkt, die die Beziehungsseite von Kommunikation sichtbar und der Reflexion zugänglich machen.